Hey Leute, ja, da werden sich schon einige gewundert haben, wo bleiben denn die Tech-Tutorials? Und ich dann so, halt's Maul. Ja, und jetzt endlich mal wieder ein weiteres Tech-Tutorial. Ich muss vorher sagen, ich war im Urlaub eine Woche und ich werde morgen wieder in den Urlaub fahren für eine Woche. Das bedeutet, es gibt so schnell erstmal nicht mehr so viele Tutorials. Habe ich gedacht, puff, machst du einfach mal ganz kurz ein Tutorial, dass du einfach mal reinschiebst. Eigentlich war die Rüstung geplant, aber da reicht die Zeit nicht, mich dafür, damit zu informieren und die ganzen Sachen auszuprobieren und etc. etc. Ja, also, also keine Rüstung, wie gesagt. Diesmal kommt etwas zum Nuklearreaktor. Ja, lange haben viele drauf gewartet, also macht mal was zum Nuklearreaktor. Ganz andere Deutsche haben schon was gemacht. Aber ich werde auch noch was machen, und zwar werde ich in den nächsten Videos, also diesem und nächsten Woche, also wenn ich wieder da bin, da kommen natürlich auch die Rüstung noch, also erst Power Armor, dann Exorüstung, das wird alles, also, naja gut, das ist ja jetzt egal. Jedenfalls, es geht nicht direkt darum, was alles zu machen ist beim Nuklearreaktor. Das würde genauso viel, wenn nicht noch mehr Arbeit, nein, auf jeden Fall mehr Arbeit benötigen, mich damit zu informieren, etc. etc. und so weiter. Deswegen werde ich euch heute einen Typen von Nuklearreaktor zeigen, den ihr aufbauen könnt und selber nutzen könnt. Ich werde, ja, ich werde dann immer so eine Typen zeigen, die mal normal, mal vielleicht auch vollautomatisch, und diesmal sind sie vollautomatisch sind. Ja, ganz kurz dazu, das Ganze hier ist ganz simpel. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das so sein soll, dass die Overclocked Heat Vents so funktionieren. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das ist Absicht der Overclocked Heat Vents, weil wenn die, ganz kurz dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, die nehmen die Hitze auf, die beim Machen, also beim Nutzen der Uraniumzellen hergestellt wurde. Und wenn er aus ist, der Reaktor, dann geben die Hitze langsam wieder ab. Das bedeutet, das ist so eine Art Notlösung. Man könnte die zum Beispiel theoretisch immer reintun, wieder andere reintun, die anderen, wie die voll sind, wieder rausholen, etc. etc. So würde ich das dann zum Beispiel machen. Gut, diesmal etwas ganz Simples. Das ist leicht zu bauen, aber natürlich wie eh und je beim Nuklearreaktor sowieso schwer zu besorgen, weil man viele so eine Overclocked Heat Vents braucht und so, und dafür braucht man Gold, wie man sehen kann, und einen Reactor Heat Vent, und dafür braucht man Dense Copper Plates und so weiter. Das ist ressourcenaufwendig, vor allem die Uraniumzellen, das sind insgesamt 20 und 24 Overclocked Heat Vents. So viele solltet ihr besorgen dafür. Keine Ahnung, ob das im Singleplayer auf jeden Fall machbar ist, da sollte man auf jeden Fall viele Ressourcen haben. Na gut, so viel dazu, wir fangen einfach mal an, und zwar diesmal erstmal mit dem Nuklearreaktor an sich. Wir benutzen hier den Nuklearreaktor. Wer hat's gedacht? Ich brauche erstmal einen Block, dann setzen wir hier mal eben ganz schön, es leckt ganz schön heute. Tut mir leid dafür, wenn sich einige aufregen. Im Gegensatz zum alten Video sind hier keine Töne, wie dieser komische Matmos oder wie sich der Mod hinzufügt. Jedenfalls, das ist der Reaktor. Je nachdem, wie viele Chamber ihr rantut, umso größer ist dieses Inventar. Ich habe es gleich mal voll gemacht, weil wir das wahrscheinlich auch brauchen. Ja, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich weiß es ja. Zur Stromausgabe. Ein Nuklearreaktor gibt je nachdem Strom aus, wie er gefüllt ist mit Uraniumzellen. Das bedeutet, je nachdem wie viele drin sind, umso größer ist auch die Spannung. Das bedeutet, ich kann dafür sorgen, dass es entweder Low Voltage ist oder auch High Voltage oder sogar Extreme Voltage. Das gibt's auch. Also nicht wundern, wenn ihr zum Beispiel hier nur Medium Voltage habt oder so. Das Gerät hier kann, je nachdem wie es gefüllt ist, produzieren. Gut, so viel dazu. Ich packe jetzt einfach mal, ich hoffe, dass es richtig ist. Ja, habe ich letztens ja auch gemacht. Wir tun hier einen MFSU ran, der verträgt High Voltage, also maximal 512 EU pro Tick. So viel werden das garantiert nicht sein. Deswegen, theoretisch könnte ich hier auch einen MFE anschließen, aber naja, gut. Also, er produziert pro Sekunde etwas über 4000 EU. Pro Sekunde, also nicht pro Tick. Aufpassen. Sekunde und Tick sind was anderes. Ein Tick sind 0,2 Sekunden. Ja gut, so viel dazu. Wir brauchen jetzt mal Steine. Redstone, einen Schalter. Ihr braucht einen, na gut, das kommt später. Wir brauchen ein Endgate, ein Wireless Transmitter, ein Wireless Receiver, ein Toggle Latch, ein Timer und eine Redstone Fackel. Gut, fangen wir einfach mal an. Ich setze mal gleich hier daneben das Ding.
Das ist jetzt vielleicht sogar so ein bisschen nach. Was heißt vielleicht? Das ist nachgebaut aus einem Video, einem englischen Video. Daher habe ich das. Also es ist eine Anspielung, eine Anspielung nicht, sondern also es gibt einen Typen, der das gemacht hat, aber dazu nichts gesagt hat. Deswegen habe ich gedacht, ja, das ist doch eine gute Idee. Machst du da mal was zu? Also es ist sozusagen geklaut hier. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Naja gut, das ist ja auch egal. Hauptsache ihr seid belesen. Also als erstes brauchen wir, ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das kompliziert ist. Als erstes brauchen wir das Endgate. Das kommt hier ran. So. An diese Seite hier kommt die Redstone-Fackel. So. Das Endgate, je nachdem. Das braucht von allen drei Seiten ein Redstone-Signal, damit diese Lampe, die Output an ist. Also es muss da an sein. Die Redstone-Fackel ist immer an. Und ja, von hier muss es auch an sein. Hier schließen wir nämlich einen Toggle-Latch. Einen Toggle-Latch an. Der muss so sein. Also, dass er diese linke Lampe hier beim Endgate an- und ausmachen kann. Wir brauchen einen Timer. Den kann man hier einfach stumpf ranschließen, wenn ich ihn da finde. Da haben wir den. So, den stellen wir auf 4 Sekunden. Ja. Dann einen Wireless Transmitter. Den stellen wir einfach auf irgendeinen Kanal, den ihr haben wollt. Jetzt muss ich aufpassen wegen den Dingern da hinten. Das war 1, 2, 3. Dann machen wir hier mal 4. Ich wette, der würde hier was ausgeben. Also der würde hier... Warte, können wir mal gucken. Gucken wir mal. Wie kann ich das denn gucken? Ach, wisst ihr was? Egal. Jedenfalls, es funktioniert so, wenn ihr eine richtige Nummer hier eingibt, die nicht schon benutzt ist in der Nähe. Dann braucht ihr einen... Das muss geschickt platziert werden, nämlich so. Ein von den Dingern. Stellen wir vier, stellen wir schnell auf 4. Und ja. Dann gucken wir mal. Der Timer funktioniert. Jetzt muss natürlich hier nur noch ein Signal rein. Gucken wir mal, ob der gleich läuft. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt hier alles richtig gemacht habe. Wäre kacke, wenn nicht. Gut, die ganzen Sachen können wir jetzt hier wegtun. Mit Leertaste und Klick könnt ihr alle Sachen gleichzeitig, die ihr anklickt, hier, die ihr im Inventar habt, wegschieben. Für die, die es fragen. So, jetzt, das ist, ich weiß nicht, ob es Luxus ist, aber für mich gehört es einfach dazu, für so einen Reaktor. Ich mache mir immer einen Industrial Information Panel ran. Den kann man erweitern, wenn man will, mit so einem Extender, also erweitern oder wie man das sagt. Das ist aber unnötig, das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber umso größer ist die Schrift. So, dann brauchen wir den hier, der wird so gecraftet, mit einem digitalen Thermometer, Frequency Transmitter und einem Papier, haben wir einen Remote Sensor Kit, Rechtsklick auf irgendeinen Teil von dem Reaktor, da ist er gemountet, und wir können hier die Sensor... Achso, ich wollte schon sagen, hier oben gehört sie rein. Die Sensorkarte reintun. Können wir sogar Namen schreiben. Tut 1. Und dann steht das da, wenn der Strom an ist, ihr braucht ein Redstone-Signal. Können wir einschalten, was wir wollen, ob er anzeigt, ob er an oder aus ist, ob also wie viel Hitze, also wie viel Temperatur, Maximaltemperatur, bis er explodiert, bis er, nee, gar nicht, maximal, naja gut, das ist ungefähr dasselbe. Output, wie viel EU er pro Tick ausgibt, das wird gleich interessant. Und die Zeit so lange, bis irgendwann mal die Uraniumzellen vorbei sind, also aus, also leer. So, wie gesagt, 20 Uraniumzellen. Jetzt habe ich schon ein paar Overclocker. Ja, Overclocked Heat Vents. Wir packen die Uraniumzellen alle mal rein. So, das wird jetzt. Oh, das wird jetzt. Ah, wow, das wird jetzt kompliziert. Wir müssen die so reintun hier. Na gut, kompliziert ist es nicht. Ihr tut es einfach nur so rein, wie ich das hier mache. Und dann ist gut. So, dann kommen die Overclocked Heat Vents. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Die sind nämlich ein bisschen anders angereiht. Ich kann, um ehrlich zu sein, weil die Zeit nicht reichte, um das herauszufinden, nicht genau sagen, ob das so sein muss, dass sie so platziert sind. Fragt mich nicht. Wir tun einfach mal welche runter. So, und genau das war falsch. Nämlich so. So müsst ihr das machen. Mann, wegen dem LPT gestern ist meine Stimme beinahe weg hier. Gut, wir haben alles drin. Und ich erkläre mal eben kurz das Prinzip, damit ihr das versteht. Wenn ich das anmache hier, dann ist das Endgate aktiviert. Aber immer nur,
immer 4 Sekunden an, 4 Sekunden aus, wegen dem Timer. Der Timer sorgt dafür, dass der Toggle-Latch das immer unterbricht. Je nachdem, an, aus, an, aus, an, aus. Also 4 Sekunden an, 4 Sekunden aus. Das bedeutet, ich sorge dafür, dass der Reaktor immer 4 Sekunden an, dann wieder 4 Sekunden Pause, dann wieder 4 Sekunden an, etc., etc. So geht das dann. Ja, dann schalten wir das mal an. So, hier haben wir es stehen. Temperatur 0, Max-Heat 10.000, Melting schon bei 8.500, Output gerade mal 0, weil der aus ist. 4 Sekunden ist er jetzt wieder an, 410 EU pro Tick. Und Remaining 2 Stunden, musste niesen. 2 Stunden 50 ungefähr. Ja. So, die produzieren, die Overclock gehen jetzt immer alle. Und wenn er aus ist, dann füllen die sich wieder. Und wumm, sind sie wieder zurück, haben die in der, haben den, die Hitze wieder abgegeben, nehmen die Hitze auf. Wenn er aus ist, geben sie sie wieder ab, so wie jetzt hier. Und dann geht das die ganze Zeit so weiter und wir kriegen günstig Strom. Also ich habe jetzt hier ungefähr 200.000 EU, fast. Jetzt warten wir mal wieder einen Moment, jetzt ist es gerade aus. So, jetzt haben wir 200.000 EU. Ja, ich finde, das ist eine ganz nette Möglichkeit. Ich glaube, das werde ich mit dem LPT so bauen, weil ich nicht dauernd dahin rennen will und gucken und dann i und dann aha. Und ja, deswegen finde ich das ganz gut. Ihr könnt ja eure Meinung schreiben. Ich werde auf jeden Fall noch andere Arten zeigen, vielleicht auch noch automatische, also vollautomatische, wenn es da überhaupt noch was gibt. Ich wüsste da vielleicht was mit einem bestimmten Gerät, der diese, der die Kühlzellen oder was das nochmal war, nachfüllt. Aber das ist ja jetzt egal. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Wenn ja, ein Like wäre nett. Und ja, dann genießt die Woche ohne Multi. Und tschüss und bis zum nächsten Mal, wo wir dann endlich mal die Power-Rüstung, also die Power-Armor, ansprechen. Und danach die Exo-Rüstung. Damit ihr verdammt nochmal ruhig seid. Nein, Spaß. Ich will das auf jeden Fall machen und das kommt auch noch. Naja, gut, tschüss, bevor das Video zu lang wird.